Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja, zu einem kurzen ja, Unboxing, würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe was gekriegt, was ich in Zukunft in meinen nächsten Livestreams verzehren kann, auf Deutsch gesagt. Ich schwenke euch mal kurz. So. Ich habe hier schon ein Etikett abgemacht, dass man hier nichts sieht. Nicht wundern, das ist ein Schaf, das habe ich zum Geburtstag von meiner Tochter geschenkt gekriegt. So, mal auspacken. Also hier, so kam es an. Also die Post war sehr pfleglich damit. Kurioserweise, ich zoome euch mal ran. Ja, hier die Ecke, die liegt frei von der Büchse, ja. Kurioserweise. So, pass auf. Die Ecke ist frei. Da ist nichts. Also hier ist noch Druck drauf, da ist noch Trinken drin, alle drum dran. Aber hier ist auch klitschnass hier drin. So. Die zweite Dose auf der Seite. Nee, erste Dose hier. Die Dose. Die hat was weggekriegt. Aber ja, das kann schon mal passieren. So, es sind 1, 2, 3, 4 Energy-Sorten. Und wir nehmen mal aus der Mitte raus. Wir haben hier einmal PowerPoint. Da seht ihr, PowerPoint Classic. Da steht Energy Drink, das kann man auch vielleicht noch erkennen. Die Kamera will gerade nicht fixieren. Gibt es auch bei Amazon. So, dann haben wir einmal Classic. Hier habe ich erst gedacht, ich habe schon mal reingeguckt. Geil, Apfel, aber es ist Waldmeister. Aber Waldmeister ist auch lecker. Hier steht auch Wild. Ach nee, da, hier oben. Waldmeister. Auch PowerPoint und auch ein Energy. Da bin ich, also ich habe schon viele Energies gekostet, aber Waldmeister hatte ich noch nicht mit bei. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann auf den bin ich ja auch sehr gespannt. Das ist Himbeere, oder? Ja, Himbeere, da. Himbeere, PowerPoint. Die werden wir demnächst trinken. Da kann ich euch dann auch sagen, wie es schmeckt. Und auf den bin ich sehr, sehr heiß. Ice Blue Energy Drink. Also darauf bin ich mega heiß, auf den Ice Blue. Und ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich werde euch den Amazon-Link dazu unten runterpacken. Ich habe es zur Verfügung gestellt gekriegt für, ja, zum Trinken, für wenn ich streame und auch ein Unboxing zu machen. Ich werde die jetzt erstmal testen. Also ich räume die jetzt erstmal im Kühlschrank und werde die testen. Und dann gibt es auch von mir im Livestream natürlich ein Fazit, wenn er mich fragt. Und natürlich werde ich auch, wenn ich sie dann alle Sorten durchgetestet habe, logischerweise auch ein Fazit dazu machen, wie mir welche Sorte geschmeckt hat und was meine Lieblingssorte ist. Und ob es überhaupt geschmeckt hat oder ob es nicht geschmeckt hat, ob es, keine Ahnung. Ich bin da mal sehr gespannt, vor allen Dingen Ice Blue, da bin ich richtig heiß drauf. Ich werde das jetzt gleich in den Kühlschrank packen. Ich werde, heute ist, was ist denn heute für ein Tag, Samstag? Also heute ist nicht Feiertag, also ganz normaler Samstag. Morgen ist Ostersonntag. Vielleicht habe ich ja Glück und das wird heute noch, das Ice Blue wird heute noch kalt genug, dass ich das nachher im Stream trinken kann. Ich bin mal gespannt. So, ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.